Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige heute mal wieder ein neues Kochvideo. Ich glaube, das ist schon seit Juli keins mehr online gekommen. Oder Juli, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber es kamen mir immer diese Snacks-Videos online. Und jetzt gibt es endlich mal wieder ein gescheites Kochvideo. Und zwar passend zur Herbstzeit gibt es eine Kürbisquiche. Allerdings hatten wir keine Quiche-Teig gefunden, deswegen haben wir eben Blätterteig gemacht. Aber glaubt mir, Leute, der war genauso gut. Und wenn ihr den einfach nachmacht, macht ihn einfach mit Quiche-Teig. Und ja, ich hoffe, euch gefällt's und guckt an, wie es gemacht wird. So, wir haben als erstes das Blech mit Butter ausgemacht. Keine Ahnung, was ich sage. Damit sich der Kuchen später besser rauslöst. Und wir brauchen dazu einen Blätterteig. Emmentaler, ein Kürbis und Speck und Sahne und noch ein paar Eier. Aber das ist eigentlich alles. Ja, wir haben dann den Kürbis klein geschnitten und bitte, lasst euch da helfen, weil es ist echt schwer. Wir haben zu zweit geschnippelt und das war echt schlimm. Also Kürbis schneiden ist echt, wenn er ungekocht ist, echt übel. Und wir haben es dann alles in den Blätterteig reingegeben, also wir haben ihn dann schon ausgefüllt. Und dann haben wir noch eine Zwiebel geschnitten und die auch mit reingehauen. Ja. Ihr seht nur meine Mom kochen, aber ich habe echt mitgeholfen. Ich habe nur mal gefilmt. Und wir haben das dann alles geteilt. Und ja, meine Mom und ich lieben übrigens zusammen zu kochen. Dann haben sie noch den Speck drüber gehauen. Und dann den Käse. Den Emmentaler, der ist jetzt gerieben schon. Und den haben wir draufgegeben und dann noch ein bisschen Muskatnuss und Petersilie getrocknet. Und dann geht es auch schon an die Soße. Also wir sehen noch Petersilie. An die Soße, die wir gemacht haben. Und zwar haben wir da einfach Sahne. Zwei Eier, glaube ich, reingetan. Nee, ein Ei. Zusammengemixt und draufgeschüttet. Und uns ist dann aufgefallen, dass es doch nicht gereicht hat. Also haben wir das nochmal gemacht. Und überall drauf gegeben und dann in den Backofen geschoben für eine halbe Stunde. Und als Zettel war so köstlich. Oh Gott. So sah es dann fertig aus und wir haben es dann noch aus der Form raus. Und dann seht ihr gleich, wie er fertig aussieht. So sieht er fertig aus und er ist so lecker. Gleich seht ihr mich auch probieren und ich schwöre es euch, Leute, ihr müsst den testen. Er ist so gut, egal ob mit Blätterteig oder mit Quiche-Teig. Also ja. Ich hoffe, euch hat das Kochvideo gefallen und wir sehen uns dann am Sonntag zu einem Video. So ihr Lieben, das war mein Kochvideo. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt ihr mir einen Daumen hoch und es kommen jetzt auch wieder regelmäßige Kochvideos. Ich war jetzt einfach im Oktober mit meinen Halloween-Tutorials zu sehr ausgelassen mit Schneiden, um irgendwas gescheit zu drehen. Aber jetzt habe ich quasi mein Comeback und ja, es wird wieder alles regelmäßig kommen. Mädelsmontag, Comedy. Kochen, Buchreview, Pink Fox. Also, ja. Übrigens, wenn ihr das Video seht, bin ich auch schon in der Planung für meine Weihnachtsserie. Also schreibt mir ruhig, was ihr alles sehen wollt. Und ja, ihr habt schon angefragt, ob ich so DIY-Geschenke-Ideen mit Badebomben machen kann. Ich werde es drehen. Wollt ihr noch andere DIY-Geschenke sehen? Wenn ja, schreibt mir das unten in die Kommentare. Und damit ich das jetzt drehen kann und damit pünktlich alles für euch online kommt. Und ja, ich werde jetzt gleich Abendessen und danach noch ein bisschen lernen und ein Video drehen. Also, wir sehen uns dann zum nächsten Video. Tschüss!